Da bietet sich an, dass ich vielleicht eine kleine Geschichte erzähle. Und zwar aus dem Jahre 1989. Da erschien Gundis erste Platte, Männer, Frauen und Maschinen. Es war was Besonderes. Ich war sehr begeistert und besorgte mir seine Adresse und schrieb ihm einen Brief. Lieber Gerd Gundermann, ich bin Kamerastudent in der Filmhochschule Babelsberg und ich würde gerne eins deiner Lieder verfilmen. Kann ich zu dir auf den Bagger kommen? Kann ich in den Tagebau kommen? Und können wir ein, in Anführungsstrichen, Musikvideo machen? Das dauerte nicht lange, 2 Wochen kam eine Antwort, schrieb er, ja, das passt, das gefällt mir, am besten du kommst dann und dann, da habe ich Tagschicht, dann können wir dann gleich zu mir auf den Bagger, ganz unkompliziert, ich nehme dich mit, am besten du kommst einen Tag vorher, dann kannst du bei uns pennen, dann gehen wir morgens gleich, da sind wir pünktlich zur Schicht. Also fuhr ich mit meinem Trabi, mit der Technik, das war meine erste 35mm Übung, ich hatte 2 Rollen Material. Fuhr nach Spreetal an das kleine Häuschen, kam zu ihm an, wir saßen da in der Küche, tranken Kaffee, seine Frau Conny kam nach Hause, Gundi sagte, ach Conny, habe ich ganz vergessen, das sind 2 Filmstudenten aus Babelsberg, die pennen heute Nacht bei uns, geht doch, oder? Conny sagt, ja. Habe ich bei ihm im Arbeitszimmer geschlafen, am nächsten Morgen Gummistiefel an, sind wir hinten durch den kleinen Garten raus, durch die Pforte, Technik geschultert, keine 200 Meter standen nur an der Kante. Unten in 25 Meter Tiefe stand sein Bagger, sagt er, da geht in 5 Minuten meine Schicht los. Ich sage, wie kommen wir da jetzt hin? Ich habe hier Kamera und alles. Sagt er, na so, und setzt sich auf den Hosenboden und rutscht den Hang runter. Den berühmten 9. November 1989 habe ich mit Gundi verbracht. Der hatte mich mit auf Tournee genommen, weil ich hatte so eine Multivisionsshow damals. Das war für DDR-Verhältnisse was Besonderes mit mehreren Diaprojektoren. Auch so bewegte Bilder. Und das fand er so toll und hat mit in sein Konzert mit eingebaut. Und so bin ich mit ihm. Dann sind wir am 4. November, war noch die Demo auf dem Alex, dann sind wir am 5. los und dann sind wir quer durch die DDR. Und am 9. November waren wir in Erfurt, kam keiner zum Konzert, nachts sind wir dann ins Hotel gekommen und dann kamen die da hinten aus der Küche und schon, ja, wir schenken euch eine Flasche Sekt und so, die Mauer ist auf. Und so, dann haben wir, ich hatte ein Doppelzimmer mit Gundi, saßen wir auf dem Doppelbett und hatten ZDF an und haben uns schweigend die Flasche Sekt hin und her gegeben, bis er alle war und haben uns fremdgeschämt für unsere Mitmenschen. Es gibt Szenen, die sind authentisch, die sind verbürgt. Also die Ehefrau von Gundi Conny hat ja das ganze Projekt sehr intensiv betreut. Die hat für viele Geschichten sogar auch beigetragen. Also diese ganz privaten Geschichten mit der Kaffeetasse an die Wand und sowas alles. Und willst du mich umbringen, das sind alles Geschichten von ihr, die weiß sonst keiner. Und dann gibt es aber auch erfundene Szenen im Film, die einfach sozusagen dramaturgisch sich dann ergeben haben. Das hat sich dann Laila Stieler, die Autorin, hat sich dann die Freiheit genommen. Also Gundi hat nie mit Bob Dylan gesprochen oder so. Ne? Also das ist erfunden. Naja, wir hatten so ein bisschen so eine Folge, dass das halt immer, dass er vor immer mehr Leuten auftritt, dass es immer größer wird, sein Erfolg, die Konzerte werden immer. Das Größte ist dann am Ende. Das war das eine, also das war sozusagen immer da aus dem inhaltlichen, zeitlichen, der Vorgabe immer, dass wir entwickelt haben, haben gesagt, okay, das ist jetzt noch spartanisch, da ist jetzt vielleicht, da zappelt das Licht noch nicht und oder ist vielleicht gar kein Licht oder so und bis zum Ende, wo es dann die richtige und unsere Ausstattung und auch diese Musikleute, die dann dabei waren, die haben teilweise die richtige PR dann gehabt, diese von damals. Also es gab Leute, die hatten die noch in der Garage zu stehen, die Originalboxen und Lampen und sowas alles. Also da dieses Freilichtkonzert in Weißensee ist teilweise mit der Original-PR von der Seilschaft gemacht. Ja, im Tagebau haben wir eigentlich keine VFX. Wir haben, also die Bagger sind die gleichen Maschinen noch. Sie haben andere Kanzeln jetzt. Sie haben eine andere Elektronik oder überhaupt Elektronik drin. Also, wir haben die Kanzel im Prinzip gecovert. Also wir haben die großen Scheiben, die es jetzt gibt, die haben wir praktisch abgeklebt mit Streben. Und wir haben das Cockpit haben wir gedeckelt. Ne, da ist einfach, und drunter ist das Moderne, weil der Bagger arbeitet ja auch, wenn wir drehen. Das ist ja nicht getürkt, sondern und nachher war Alexander Scheer ja gar nicht mehr zu bremsen, er hat ja wirklich Kohle gebaggert. Also das ist live, also das ist nicht gefaked. Wir haben ihn immer ernst, wir nehmen ihn ernst.
Ne, weil für uns ist er ein riesengroßer Poet. Und dass er im privaten Leben Chaot war, mitunter auch ein richtiger Ekel, das wussten wir ja alle. Also aus dieser Ambivalenz hat sich das ja, ist ja, steht ja dieser Reiz. Also wir wollten ja nicht Gundermann glorifizieren, sondern wir wollten vor allen Dingen auch einen Film über die DDR machen. Wir haben generell den Film nachher beim Color Matching entwickelt, also den Look entwickelt. Es ist dann auch in Absprache und mit Tests, also da haben wir sozusagen Testvorführungen gemacht mit dem Regisseur und mit den Produzenten und so, zu gucken, wie weit kann man gehen mit den Looks dann sozusagen für die jeweilige Zeitepoche. Das hatte ich erstmal ein bisschen übertrieben, damit man sozusagen merkt, wie weit kann man gehen oder nicht gehen. So, und dann haben wir im Prinzip, also wie gesagt, also ich habe mich sehr gehalten, es gibt einen von mir sehr verehrten Fotografen aus der DDR-Zeit, auch heute noch, Harald Hauswald. Und der hat damals wunderbar die DDR in Farbe fotografiert. Und zwar in einer Art und Weise, die man so nicht kennt. Weil er hat nicht mit Orwo fotografiert, war ja damals schon für die Kirche und für Bild und so, der hatte Kodak-Filme. Und dieses DDR-Bild, eben nicht auf Orwo, das habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen. Diese Wärme, diese Erdigkeit der Töne. So, und dann hatten wir erstmal den gesamten Film Die Neust, ne, weil ich habe zum Teil ja auch mit 5000 ASA gedreht, ich hatte jetzt zum ersten Mal die Varikern, und haben dann nachher über den gesamten Film wieder einen Korn draufgerechnet. Der Film hat extrem lange Einstellungen. Die längste ist 6,5 Minuten. Das ist, wenn er bei der Zeitungsredakteurin sein Geständnis da abgeben will oder nicht. Das ist eine Einstellung. Und so hat der Film insgesamt, also für einen über 2-Stunden-Film, sehr wenig Schnitte. Er probiert nicht lange. Er will gerne schon möglichst bald immer drehen oder möglichst gleich drehen, Andreas Dresen. Sodass man auch mitunter dann noch gar nicht genau weiß, ob man jetzt gut gestanden hat oder sich gut bewegt hat, gerade wenn ich mit der Schulterkamera unterwegs bin und so. Aber das entwickelt sich dann. Und dann dauert es aber, also im Durchschnitt dreht er 17 bis 25 Takes pro Einstellung. Wenn eine Einstellung 6,5 Minuten lang ist, dann weiß man schon, da ist ein Tag da und geht ein Tag für drauf. Ich kann sagen, ich hatte meine Wunschcrew. Also ich hatte einen Bühnenmann, den ich neu nehmen musste, wegen wir mussten ein paar Effekte erfüllen, das Übliche. Also Sachsen war dabei, also Mitteldeutschland, so. Aber Oberbeleuchter und vor allen Dingen mein Schärfeassistent. Und ich sage ja immer, es ist nicht mein Schärfeassistent, es ist mein technischer Direktor, weil der kümmert sich um die Kameras. Also selbst wenn ich jetzt so wie bei dem Film das erste Mal eine neue Kamera habe, dann kriege ich die von ihm so, dass ich damit arbeiten kann, wie mit den anderen. Wir wollten nach Jahren, dass wir uns verweigert haben, nochmal über unsere Geschichte zu erzählen. Wir haben ja in den 90er Jahren ein paar Filme über DDR gemacht, da wollte es noch keiner wirklich wissen. Also 3 oder 4 Filme zum Thema DDR, dass wir jetzt meinten, wir müssen jetzt auch mal unsere Sicht tatsächlich in den Ring werfen, also mal in die Debatte werfen, weil ich meine, es wird so viel über uns erzählt, jetzt wollen wir auch selber mal zu Wort kommen und uns melden. Überraschend gut lief tatsächlich die Drehzeit im Tagebau. Ihr werdet es nicht glauben, es waren nur ganze 4 Tage. Wir waren nur 4 Tage im Tagebau. Da haben 70 Leute, der Tagebau hat für uns sozusagen gearbeitet. 70 Leute, Bergleute haben für uns sozusagen, haben uns geholfen mit der ganzen Fahrlogistik und sonst was alles. Ich hatte dort, teilweise ist mein zweiter Kameramann extra losgegangen, diese ganzen Aufnahmen, wenn dieser Shuttlebus da, dieser LKW durch die, so, die hat der gemacht, weil ich habe mit dem Regisseur inzwischen andere Sachen drehen müssen. Wir hatten sonst keine Zeit gehabt. Die Drohnenjungs waren selbstständig unterwegs. Die haben da einen Bagger gefilmt, diese riesigen Aufnahmen von oben. Das ist ein Bagger, das ist gar nicht Gunnis Bagger gewesen, das ist ein ganz anderer Bagger. So, und wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir dieses reiche Material gar nicht gehabt für den Film. Und wir wussten, wir müssen in diesen 4 Tagen wirklich für 8 oder für 12 Tage arbeiten. Muss man vor allen Dingen der Produktion der Pandora-Film danken, weil die sind ja, viele haben das ja abgelehnt, viele haben sich ja dafür nicht interessiert. Das waren ja nicht die Einzigen, denen dieser Stoff angeboten wurde. Und die haben dann gesagt, okay, das wollen wir machen. Gundermann geht nicht ohne Stasi. Man kann, wenn man Gundermann-Biografie macht, auch wenn es noch so ein toller Liedermacher und Künstler ist, man kann das Thema Stasi bei ihm nicht ausklammern, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Und wenn man anfängt, das Thema Stasi zu erzählen, dann muss man es gründlich machen und richtig, so aus unserer Sicht richtig. Ne? Also und zwar mit allen Ambivalenzen, die dazugehören. Ich empfinde Kino als
Erlebnis, mit anderen Leuten zusammen einen Film zu schauen, wichtig. Es ist für mich aber als visueller Eindruck für das Kunstwerk, also das Bild, die Geschichte, der Film, kann für mich genauso gut auch auf dem Monitor funktionieren.